Ja, servus liebe Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video will ich mal ein bisschen was Revue passieren lassen oder beziehungsweise auch mal auf was ansprechen. Aber zuallererst genießt nochmal diese Emotionen. So, und jetzt haben wir auch die ganze Emotionen wieder aufgesammelt vom letzten Spieltag. Und jetzt kommen wir aber auch mal zu dem Thema, wo ich schon am Anfang von dem Video schon gesagt habe. Was wir so in den letzten 5-6 Spieltagen der letzten Saison so ein bisschen auf den Sack ging. Ich sag's wie es ist, es ging mir wirklich teilweise um den Sack. Gerade die Persona Dirk Schuster wurde da ziemlich angefeindet, sei es auf Twitter, Instagram oder wo auch immer. Aber ich zeige euch jetzt mal einfach ein kleines Beispiel, wo vielleicht auch die ganzen Hater sich einfach mal überlegen sollten, was wir überhaupt für einen Trainer haben. Denn wie viel Trainer wäre generell das Umfeld eigentlich kackegal, wenn sie die ganze Zeit nur dumm angemacht werden oder der Rauswurf herangesehnt wird. Also, jetzt zeige ich euch mal eine kleine Szene, wo ich persönlich sehe, dass Dirk Schuster noch lange beim FCK noch nicht abgeschlossen hat. Denn so wie er da steht und so wie er das Erlebnis FCK, der Mythos Betzenberg, einfach aufsaugt in seiner Körpersprache, finde ich faszinierend. Er steht wie ein Felsen der Brandung und genießt einfach nur die Show und ist einfach sichtlich stolz drauf, hier Trainer zu sein. Also bin ich der Meinung, dass Dirk Schuster auch in der Spielzeit 23, 24 der richtige Trainer für uns ist. Also, lasst alles sein, genießt die Saison. Ich bin bereit, ich hoffe, ihr seid auch bereit. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, liked und kommentiert dieses Video. Und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert meinen Kanal, ihr liebe Leute. Einfach draufklicken, abonnieren und ihr verpasst nichts mehr. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Betze Universe.